Wir sind der Verein Echter Weizen. Und wir stehen für gesunde Ernährung und nachhaltige und unveränderte Produzierung von Getreidesorten. Ich bin der Sandro. Ich bin ein leidenschaftlicher Koch und seit 22 selbstständig. Um hervorragende Gerichte zu kochen, bin ich auf exzellente Produkte angewiesen. So habe ich schnell erkannt, dass die Produzenten meine wichtigsten Partner sind. Durch Zufall habe ich Hans-Peter Sachser lernen können. Er ist ein leidenschaftlicher Biobauer, der seit über 40 Jahren altes Saatgut erhaltet und vermehrt. Im Gegensatz zu vielen anderen Saatgutproduzenten hat er nie eine Genmanipulation oder eine Kreuzung vorgenommen. Durch gezielte Suche auf der ganzen Welt hat er sich eine wundervolle Datenbank an Saatgut zusammengesucht mit Wildformen und auch 200- bis 300-jährige alte Schweizer Sorten. Die Datenbank ist sehr wertvoll, weil das moderne Saatgut, das wir heute überall kennen, leider stark verändert wurde. Die neuen, modernen Sorten sind für unsere empfindliche Verdauung gar nicht wirklich so verträglich. So kommt es, dass wir heutzutage seit 10 Jahren einen Zuwachs von 35% mehr glutenintolerante Menschen auf der Welt haben. Gluten ist nicht grundlegend etwas Schlechtes. Nur ist es leider in den heutigen modernen Saatgut so viel fest genmanipuliert worden, dass es immer weniger verträglich wirkt. Als ich von Hans-Peter seine Arbeit erfahren habe, war ich begeistert, aber leider kurz darauf eine tragische Nachricht erfahren. Der pachtete Hof im Berner Oberland, den er hatte, ist leider abgebrannt. Bei diesem Brand ist seine ganze Dokumentation verloren gegangen und sehr viel von seinem Saatgut. Das pachtete Land, das er hatte, ist für immer verloren, weil der Hof wird nicht wieder aufgebaut. Das Schicksal konnte ich nicht so einfach auf sich beruhigen, sondern habe mit ein guter Freund von mir, Marco, einen Weg gefunden, wie dass wir hier weitergehen können. Hochmotiviert haben wir dann zusammen in Bern den Verein Echter Weizen gegründet. Unser Ziel ist es, Hans-Peter ehrenamtlich zu helfen, die Sorten, die noch da sind, zu retten, zu vermehren und bekannt zu machen. Zum Glück hat der Hans-Peter ein paar von seinen wertvollen Sorten bei anderen Bauern können lagern und sie so in Sicherheit gewesen. So haben wir auch heute noch rund 60 wertvolle Sorten im Bestand. Unter den Raritäten gibt es einige, die sogar noch über 2,20 m hoch wachsen. Wenn man Saatgut anschaut, dann weiss man, dass es meistens nur 3 Jahre lang keimfähig ist. Und er verliert es die Kraft. Das heisst, wenn wir es nicht sofort in den Boden bringen und regelmässig aussäen, dann kann es sein, dass eine wertvolle Sorte für immer verloren geht. Unser Ziel ist es also, nachhaltig eine grosse Menge von Getreide anzubauen, zu vermehren, aber auch Konsumenten zu finden und uns die Produkte abkaufen. Und vielleicht schaffen wir es in Zukunft, Biomerit und Restaurants zu beliefern, dass wir auch dort Grossabnehmer haben. Um auch in Zukunft regelmässig mehr zu produzieren, müssen wir die Sorten nicht nur vermehren, sondern auch Hans-Peter seine Kosten decken. Und es wäre schön, wenn wir weitere Bauern finden würden, und mit unserem Getreide arbeiten. Aus einer Notsituation heraus hat der Hans-Peter 5 verschiedene Getreidesorten gemischt, zusammen ausgesät und nach der Ernte von Hand abgepackt. Und so ist unser erstes Produkt entstanden, das Getreiderisotto. Mit dem Kauf von diesem Risotto, mit einer Spende oder einer Gönnerschaft, könnt ihr uns helfen, die Lebensaufgabe von Hans-Peter weiterzuführen, das dringend benötigte Land zu pachten und nebenbei tut ihr eurem Körper etwas Gutes. Ihr unterstützt eine faire, lokale und umweltfreundliche Anbauweise. Wir sagen Merci.